Okay. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freisleben. Ich bin gemeinsam mit dem Josef Buchner von der PH Niederösterreich für die Programmgestaltung der Konferenz im Virtual Classroom Beyond in St. Pölten im Februar zuständig. Und ich habe heute unsere Keynote-Speakerin vom zweiten Tag hier bei uns. Liebe Frau Römer, stellen Sie sich bitte vor. Ja, erstmal muss ich mich bedanken bei Ihnen, dass Sie mich eingeladen haben, auf der Konferenz eine Keynote zu halten. Und ja, mein Name ist Ellen Römer. Ich bin Professorin für Marktforschung und internationales Marketing hier an der Hochschule Ruhr-West in Mülheim an der Ruhr. Wir sind noch eine relativ neu gegründete Hochschule, experimentieren daher auch gerne mit neuen Lehrformaten. Und ich bin, das darf ich vielleicht sagen, jetzt keine Didaktikerin, wie das wahrscheinlich viele sein werden, die auch zur Konferenz kommen. Aber ich hoffe, dass ich vielleicht noch mal einen etwas anderen Blick aus meiner Fachrichtung und aus meiner Erfahrung auf ja, ICM, Inverted Classroom, bringen kann. Gut, dann starten wir mit unserem Word-Wrap. Das größte Potenzial vom Inverted Classroom-Modell ist. Studierende zu begeistern und sich intensiv mit den Thematiken, die die Lehrenden gerne mit ihnen besprechen möchten, zu beschäftigen. Jemand, also ein Kollege und Kollegin, die mit ICM beginnen will, ist zu empfehlen, die wichtigste Empfehlung. Leute anzusprechen, die es schon mal gemacht haben. Genau. Eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden zu ICM ist. Wir konnten uns sehr intensiv über die Thematiken austauschen und wir haben gelernt, theoretische Zusammenhänge auch in der Praxis zu übertragen und das geht mit ICM einfach deutlich besser. Ja. Am stärksten, also dieser Satz bezieht sich auf Sie, am stärksten merke ich im Lehren Veränderungen durch ICM an. Ja, meinem eigenen Bauchgefühl, das macht mehr Spaß. Ich komme tiefer in die Themen rein. Das ist natürlich sehr subjektiv, aber wir haben es eben auch noch mal gemessen. Sehr schön. Mein persönliches, also Ihr persönliches ICM-Motto ist daher. ICM lohnt sich. Wunderbar. Bei der Konferenz freue ich mich auf. Spannende Gespräche, neue Einblicke, wie gesagt, auch von Didaktikern, und vielleicht auch sogar neue Projekte. Sehr fair. Gut. Was erwartet uns jetzt als Teilnehmende bei der Keynote? Ja, ich habe mir da ganz viel Gedanken gemacht, worüber ich denn jetzt sprechen kann, weil ICM ist jetzt nicht so ein neues Thema. Und wie ich schon sagte, ich komme aus dem Bereich der BWL, Marktforschung und auch Marketing. Und ich habe mir überlegt, wie kann man das Thema eben besser nochmal ein bisschen vermarkten. Und viele beschweren sich ja, es ist so viel Aufwand. Und ich glaube, jemand, der das mal gemacht hat, der kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe das auch alles durch. Ich möchte aber überlegen, wie können wir das Thema noch ein bisschen besser vermarkten? Das heißt, wir müssen eigentlich erstmal angucken, welchen Nutzen bringt es denn eigentlich für die Studierenden, aber auch für uns als Lehrende. Das heißt, nicht erstmal anfangen zu jammern, das ist alles so viel Aufwand, sondern wenn wir was verkaufen wollen, müssen wir erstmal den Nutzen in den Vordergrund stellen, bevor wir über den Preis reden. Der Preis ist natürlich die Zeit, die wir investieren, aber auch da werde ich nochmal ein paar Dinge zusammenfassen aus meiner eigenen Erfahrung, aus Gesprächen von Kollegen, wie man hier nochmal versuchen kann, den Aufwand zu reduzieren, damit wir nachher, wenn man dem ökonomischen Prinzip folgt, nachher auch irgendwie eine schwarze Null, wenn man einen Strich drunter machen, dass auf jeden Fall eine Zufriedenheit entsteht auf der lehrenden Seite, dass man wirklich sagt, okay, ich habe hier was investiert an Aufwand, an Zeit, aber es hat auch wirklich was gebracht. Daher möchte ich ein Plädoyer dafür halten, dass sich ICM auch lohnt und dass wir aber auch an der Nutzenseite von ICM arbeiten müssen, dass wir das messen müssen empirisch, um nachher auch belegen zu können, auch anderen, um das Konzept weiter auszurollen, dass es wirklich nachher unterm Strich eine positive Wirkung hat. Da gibt es ja Gott sei Dank inzwischen schon sehr viele Meta-Analysen, die deutlich den Nutzen von ICM zeigen. Ja, ist es nicht so, weil Sie das Thema Vorbereitungsaufwand angesprochen haben, dass
wenn man das allererste Mal macht, dass es gefühlt mehr ist und sozusagen, wenn man dann dieses erste Mal anfängt zu wiederholen, dass es dann sich wieder verändert. So ist es. Also eigentlich muss man, wir haben gesagt, im Betriebswirtschaftlichen würde man auch immer sagen, eine Lifecycle-Betrachtung machen, ne? Also über den Lebenszyklus das Denken. Am Anfang hat man eben sehr hohe Rüstkosten, um das alles mal aufzusetzen, zu durchdenken, Konzepte anzupassen. Aber die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist auch, dass das nachher, wenn das gut, also man muss vielleicht noch mal ein bisschen was abändern und korrigieren, aber wenn das gut läuft, kann man davon sicherlich auch erstmal ein bisschen leben. Und dann ist der Vorbereitungsaufwand eben auch deutlich geringer, sodass über den Lebenszyklus betrachtet solch eines Moduls sich das auch tatsächlich auch rechnen kann. Würden Sie sagen, dass ISM eine institutionalisierte Komponente haben müsste auf einer Universität wie der Ihren oder einer Fachhochschule wie der unseren? Auf jeden Fall. Erstmal finde ich schon super, dass sich das institutionalisiert hat im Rahmen dieser Konferenz beispielsweise, aber auch, dass es stärker natürlich in den Strategien der Hochschulen verankert werden muss. Ob es jetzt die E-Learning-Strategie ist oder nochmal eine separate Strategie, sei dahingestellt. Dennoch muss es, finde ich, ein ganz wesentliches Element werden, auch auf einer höheren Ebene anerkannt und auch vorangetrieben werden. Nur dann funktioniert es auch wirklich. Man braucht die Unterstützung, man auch von Hochschulebene, damit ICM leben kann und auch in die breitere Masse gebracht werden kann. Ja. Ein schönes Vorurteil, was ich letztens wieder gehört habe, ist, die Studierenden wollen ja berieselt werden. Etwas, was ich einfach nicht glaube. Nein. Also wenn Sie jetzt ein Statement von, nein, also natürlich muss man die Studierenden, ich denke mal, das ist in Österreich ähnlich wie in Deutschland, es gibt viele, die diese Konsumhaltung haben, viele beschweren sich aber auch drüber. Sie möchten eigentlich was machen, sie möchten diskutieren, sie möchten sich austauschen und dieses Machen, also eigentlich lernt man ja auch durch das Machen, kleine Kinder lernen ja schon so, begeistert die Leute viel mehr und es verankert sich, ich meine, das wissen Sie als Didaktiker sowieso viel besser, verankert sich wesentlich besser. Und eigentlich musste ich bisher keine Überzeugungsarbeit leisten. Im Gegenteil, viele empfinden das sehr, sehr positiv, gerade wenn eben ICM ja auch durch die Lernvideos unterstützt wird, empfinden das viele als sehr fortschrittlich und haben da auch Spaß dran. Und auch meine Befürchtung, dass sie das alles vorher alle nicht gucken, stimmt einfach nicht, ne? Also wir prüfen das auch mittlerweile ab mit kleinen Tests und die machen das alle. Und das ist für die, ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage, für die Generationen, die jetzt kommen, ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, wie diese Leute lernen. Und da müssen wir einfach mitgehen. Ja. Und deshalb, also Widerstände, alle fanden es bisher super. Nämlich Lernen im Sinn von mehr selbstständig, selbstorganisiert, im Sinn von forschenden Lernen, im Sinn von, dass sie Verantwortung auch nehmen, Mitverantwortung übernehmen für den gesamten Lernprozess, oder? Richtig, genau. Ja. Also die Erfahrung ist eben auch dadurch, dass sie sich vorbereiten müssen auf die Präsenzveranstaltung, bekommen sie das Wissen eben auch an mehreren Stellen vermittelt. Also es ist nicht nur einmal in der Präsenzveranstaltung und dann wird es nochmal irgendwann nachgearbeitet, sondern es wird vorbereitet, wird dann besprochen, nochmal weiter vertieft und dann nochmal für die Vorbereitung wieder hochgeholt. Und da haben sie schon ganz viele Stellen, an denen die Studierenden damit in Kontakt bekommen. Und das festigt sich einfach besser. Gut, Frau Römer, ich freue mich schon wirklich, wirklich sehr auf eine spannende Keynote bei der Konferenz am 20. und 21. Februar. Also Ihr Kind wird am 21. sein. Anmeldung ist ab sofort möglich unter http://t1p.de/icmbeyond18. Und ja, dann freue ich mich drauf auf den Beitrag in St. Pölten. Ich mich auch. Herzlichen Dank.